So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir haben letztes Mal. Sie haben die Passage blockiert. Schon vielleicht gegen kann ich. Einen. Ich mach das schon. Gegen ein bisschen was von der wilden Jagd gekämpft. Also, so langsam aber sicher kommen wir der ganzen Sache doch ein wenig näher und finden heraus, warum die ganze Sache Wild Hunt heißt. Also, Deutsch die wilde Jagd. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Und ja, wir haben uns da mit Kira zusammen für Hilfe. Was für eine Plackerei. Gegen gut, so einen Zauber bin. Gestellt, der doch ohne schon relativ tough war. Was haben wir denn da für einen? Das sieht schon wieder nach einem dicken Fight aus, muss ich sagen. Egal, rein in die Olga. Ja, guck mal. Das ist doch der Tünnis, der den Zauber gerade gewirkt hat. Oder? Nein, ist er nicht. Das ist definitiv jemand anderes. Und der möchte uns, glaube ich, nicht vorbeilassen. Du bist Sturdeuner. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommen. Wird auf jeden Fall ein dicker, dicker Front. Ach du Scheiße. Wow, habe ich jetzt aber dick einkassiert. Ich sollte ja vielleicht ein bisschen mehr mit Quen kämpfen. Okay, Quen hat hier offensichtlich keine Wirkung gezeigt. Okay, ja. Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig, konzentrier dich. Okay, da kommen jetzt nur diese Biester wieder raus und er hielt sich ein bisschen. Also muss ich erstmal diese Hände platt machen. Dann hat sich einfach wieder voll gehielt, der Wichser. Boah, dicker Front von unserem Kollegen hier. Oh. Der macht aber auch Ehrenfeld, der Kollege. Okay, pass auf, wir brauchen einen anderen Zauber. Wir nehmen die Druckwelle. Die finde ich für den Kampf. Okay, da hat die Druckwelle jetzt auch. Oh, aua, hab ich wieder auch einen gekriegt. Eieieiei. Den wieder. Oh, Leute. Dann wieder Hunde. Oh Gott, da drin viel Damage. Einmal eine Schwalbe reinzünden. Schwalbe ist auch sehr gut. Wenn es geht, diesen Trank auch auf jeden Fall nochmal verbessern. Ha, nein. Diese Druckwelle scheint ihn auch überhaupt nicht zu interessieren. Kann ich ihn denn mit Gedanken ein? Weiß ich nicht, wird wahrscheinlich auch nicht mehr notwendig sein. Okay. Wir haben ihn gekillt. Ich hatte schon aus. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Neues Handwerkschema. Was haben wir denn da Tolles gekriegt? Momentchen mal. Das müssen wir uns einfach mal kurz anschauen. Hier kann ich. Bomben kann ich. Oh, eine Kartätsche kann ich bauen. Stellen wir her. Solche Dinge zu haben, ist immer gut. Man weiß nie, wofür man das mal gebrauchen kann. Katze, genau, da fehlt jetzt nur noch. Oh, das habe ich aber auch schon mal einmal gefunden. Nur noch einmal Wasseressenz. Alles klar. Handwerk. Handwerkszutaten. Da kann ich solche Sachen herstellen. Alles klar. Aber das suche ich
soweit eigentlich nicht Oberkörper. Das ist sehr viel schlechter als das, was ich habe. Das ist sehr viel schlechter als das, was ich habe. Und das ist tatsächlich besser als das, was ich habe. Und das können wir herstellen. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Gut, silberner Schwerter kann ich tatsächlich... Das ist sehr viel schlechter. Das ist sehr viel schlechter. Und das ist sehr viel schlechter. Und das ist auch sehr viel schlechter. Also im Moment ist handwerkstechnisch noch nicht so viel. Bis auf diese Rüstung hier. Die ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber die ist halt, was die Resistenzen angeht, viel, viel, viel schlechter. Und kann dafür nur 8 Rüstungen mehr. Ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt das, was wir suchen. Naja. Was auch immer. Wir haben aber nur ein Schwert gekriegt. Das da, ne? Ja, das ist auch schlechter als das, was ich habe. Tatsache. Es ist viel, viel schlechter als das, was ich habe. Na gut. Nur die Frage, wo die wilde Jagd hin ist, ne? Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sihael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Wahrscheinlich ist das so, ja. Dort hat nicht viel hergibt. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Der Elf hat Ciri vor irgendwelchen Hexen gejagt. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Kennst du diese Hexen? Du kennst diese Hexen. Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wo finde ich diese Hexen? Ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ziria wiederfindest. Gucken wir nochmal. Na gut. Suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Was könnte ich untersuchen? Ungewandte Magie. Oh,
Oh. Und nochmal ein Absud. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Was sagtest du bereits? Was haben wir hier noch? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Das nehmen wir auch nochmal mit, schadet nicht. Nach der weißen Kälte, die Asche sinkt hinunter an traumverlorenen Hügeln, vorbei an den funkelnden Wassern Tir-Nadias. Langsam, sanft, still, ins Vergessen, wissende Lippen schwärzen sich, gefrorene Knochen erheben, ehe das eisgebannte Auge blinzelt, betrachte ich aus fernen Himmeln euren Niedergang. Hey. Warte mal, hier ist auch noch was. Nein, hier ist auch noch eine Kiste. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Wahrscheinlich ist das so. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Die ist nicht echt. Sehe ich ja von hier. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Junge, die sieht einfach aus wie so eine Bio-Lehrerin, ey. Wenn du in der Luft gehe darauf zu und drücke, um die Illusion aufzulösen. Okay. Das heißt, es wird uns auf jeden Fall noch öfters passieren. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Wir haben ja aber zwei Durchgänge, ne? Ach, nö, nicht schon wieder ein Boss. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Ja, machen wir doch. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja. Ich helfe. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Dann gehen wir doch mal die magische Lampe suchen. Wir finden hier bestimmt etwas. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Schwierig, schwierig, Freunde. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Da guckt doch ein Muckel raus, Kira. Du solltest deinen Oberteil vielleicht ein bisschen enger zuziehen. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Das ist ja eigentlich relativ simpel. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na dann versuchen wir mal das Rätsel zu lösen. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Okay, also wir haben wahrscheinlich, genau, wir haben hier nämlich vier Wächter. Das ist Nummer 3. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Nee, das hier ist Nummer 3. Weil der ist mit seinem Tier. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Das ist eigentlich simpel. Also warte mal, der hier ist für irgendwas am Spielen. Warte mal, der ist aber auch mit seinem Tier. Aber der spielt.
Kannst du mir die Inschrift nochmal vorlesen? Kannst du mir die nochmal sagen? Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Ja. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Okay. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Ja. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Ja. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Okay. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Eins. Warte. Zwei. Gerade ist was passiert. Mhm. Bewegung. Hinter der Wand da. Hier. Es hat funktioniert. Das war relativ einfach. So. War das mit deiner Lampe? Hier vielleicht dann? Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Aber ist auch wieder eine Schwalbe drauf, ne? Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Gut, wir haben die magische Lampe. Ach, Scheiß, braucht wieder keine Mensch, ey. Okay, also wir haben alles, wofür wir hier sind. Was ist das denn hier noch? Ein Ort der Macht. Ich soll die Kraft daraus ziehen. Ach du Scheiße, was rennt der da hinten schon wieder rum? Nochmal so ein Golem, ne? Ne, Freunde, da gehen wir uns aber doch nochmal kurz gucken. Verdammt. Ja, auf jeden, da gehen wir aber nochmal rein jetzt hier in die Olga. Gucken wir mal, wie Kira noch dabei ist. Weil hier ist ein Schatz versteckt, Freunde. Oha. Kira. Alter. Kann man den Gedanken kontrollieren, den Kollegen? Einmal Donner reinzimmern. Jungs, ey, entspannt euch mal. Ihr Golems, ihr seid echt schlimm. Du kriegst vor allen Dingen auch immer nur so ein oder zwei Hits auf den drauf. Bis der wieder anfängt, seinen komischen Rage-Move da zu machen. Lol, der ist betäubt und hammert da trotzdem so durch. Was ist das denn für ein Mist? Kurzer Chill-Moment. Ganz kurz chillen, weil ich will auf jeden Fall diesen Schatz hier looten. Der ist bestimmt richtig geil. Wenn hier so ein dicker Bro am Start ist, Alter. Stahlschwert, neues Silberschwert, Leute. Nee, das Schwert ist einfach nicht mehr gut. Ist das hier der Schatz? Nein, das ist nicht der Schatz. Das da könnte der Schatz sein. Nein, oh, Silbererz, Schnur. Schatzjäger, Gambesson, oder wie auch immer man das nennt. Manuskriptseite. Mariborwald. Oh, Erdenlederstiefel. Und das ist, glaube ich, einfach nur Schmutz. Aber das war immer noch nicht der Schatz, hä? Wenn ich das hier richtig sehen kann. Hier vielleicht?
Ah ja, das ist er. Silbererz, Runenstein, oh, Pferdenleserhandschuhe, schwarzes Blut. Geil, Digga. Ah, gutes Zutat.